Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Seniorenpolitik als wichtiger Baustein miteinander füreinander zwischen Jung und Alt, Erfahrungswerte nutzen, Lebensqualität und Selbstbestimmung erhalten, und rufe gleichzeitig auf Tagesordnungspunkt 48, Antrag der Abg. Dr. Sommer, Merz, Alex, Becker, Di Benedetto, Knadel, Roth, SPD und Fraktion betreffend Ausbildung der Altenpflege stärken, Inflationsausgleich für alle Auszubildenden gewähren. Das sind die Drucksachen 19-2897 und 19-2901. Das Wort hat als Erste in der Debatte Frau Kollegin Klaff-Isselmann für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist eines der Fundamente unserer Welt, hier insbesondere das vierte Gebot unseres, und ich nenne es mal so, alttestamentarischen Grundgesetzes. Was ist, wenn wir unsere Wurzeln vergessen? Was ist, wenn wir unsere Werte verraten? Was ist, wenn wir unsere Väter und Mütter im Stich lassen? Ich frage Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir unserer Verantwortung der Elterngeneration gegenüber gerecht? Ist das, was gestern in diesem Zusammenhang gerecht werden hieß, heute noch dasselbe? Und wie sieht es aus, dieser Verantwortung morgen gerecht zu werden, rein praktisch? Alter neu denken, Zukunft gewinnen, das ist das Motto der Seniorenpolitischen Initiative, welche die Hessische Landesregierung im Sommer 2012 gestartet hat. Eine Seniorenpolitik, die aktiv ist, die zielgerichtet ist, die Tatsachen schafft. Unseren Eltern haben wir nicht nur unser Leben zu verdanken, sondern auch unser Land, das sie uns vererbt haben, das sie aufgebaut haben und das sie aus den Trümmern neu erschaffen haben. Es sind Ihre Früchte, die wir bis heute ernten. Wer die Bedeutung von Seniorenpolitik herunterspielt, der sägt an dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Wer dem demografischen Wandel konstruktiv begegnet, der muss nicht fürchten. Wer angesichts des demografischen Wandels den Kopf in den Sand steckt, allerdings braucht sich nicht zu wundern, wenn dieser sich zu seinem persönlichen Albtraum auswächst. Ich aber sehe Chancen und Vorteile, die wir durch Schaffen von politischen Rahmenbedingungen heben und nutzen. Wir gestalten eine Politik, die generationenübergreifend ist, die generationengerecht ist, die niemandem in Stich lässt. Ich habe tiefen Respekt vor der Lebensleistung von Seniorinnen und Senioren. Es ist daher unabdingbar, dass wir die aktive Teilhabe von älteren Menschen am alltäglichen Leben, solange es geht, gewährleisten. Jene, die unsere Gesellschaft auch im Alter mittragen, nicht zu fördern oder sogar zu vernachlässigen, wäre unverzeihlich. Das entspricht nicht meiner Vorstellung von Verantwortung im Sinne eines christlichen Menschenbildes. Unserer Wirtschaft fehlt es an Fachkräften. Und dabei übersehen wir, welchen Erfahrungsschatz und welches Wissen unsere Mütter und Väter mit uns teilen könnten. Und diese Quelle an Wissen und Erfahrung vernachlässigen wir bisher immer noch sträflich. Diese Verschwendung können wir uns nicht länger leisten. Wir müssen diese Ressourcen für uns alle wieder nutzbar machen. Die Erfahrung derjenigen älteren Menschen, die Deutschland zu ihrer Heimat gemacht haben, dürfen wir dabei ebenso wenig außen vor lassen. Ich begrüße daher ausdrücklich das Bestreben der Landesregierung, die Vermittlungsbörse Durchstarten mit 60 einzurichten, die sich all dieses ausdrücklich auf die Fahnen geschrieben hat. Ältere Menschen dürfen nicht ins Abseits geschoben werden. Sie können und sollen weiter ein aktiver und bereichernder Bestandteil unserer Gesellschaft sein. Um zu erfassen, was Sie dafür benötigen, wurde die bereits erwähnte Seniorenpolitische Initiative ins Leben gerufen. Hier werden Bedingungen und Lebenskonzepte älterer Menschen analysiert
und neue Handlungsoptionen entwickelt. Durch die Seniorenpolitische Initiative werden eine Vielzahl von Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten sowie Maßnahmen für Seniorenfreundlichkeit im Land Hessen aufgezeigt. Um die daraus gewonnenen Erkenntnisse in die Tat umzusetzen, soll die Marke Aktion Generation ausgebaut werden. In Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Unternehmen und Institutionen werden das generationenübergreifende Miteinander und die Verantwortung füreinander gefördert. Konkret bedeutet dies, Hilfsangebote im alltäglichen Leben aufzubauen und bekannt zu machen. Nicht nur der Staat ist verantwortlich dafür, Senioren in den gesellschaftlichen Alltag zu integrieren, sondern auch die zivilgesellschaftlichen Akteure selbst. Denn auch private Initiativen und Betriebe müssen ran, wenn es darum geht, dieses große Feld zu bestellen. Mobilität zum Beispiel ist keine Selbstverständlichkeit. Den Bäcker erreichen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit. Und einen Supermarkt zu erreichen, ist erst recht keine Selbstverständlichkeit mehr. Im Alter verändern sich unsere Bedürfnisse. Es entstehen völlig neue Bedarfe, die uns im mittleren Alter oder in jüngeren Jahren so nicht bewusst sind. Sei es die Möglichkeit, sich während eines Einkaufskurses auszuruhen, eine leicht zu verstehende Sprache, gut lesbare Informationen oder sichere und bequeme Verkehrswege. Das alles muss gewährleistet sein, um die aktive Teilhabe älterer Menschen an unserer Gesellschaft sicherzustellen. Wie sieht das Leben der Seniorinnen und Senioren zu Hause aus? Wie erhält man Lebensqualität im Alter? Was brauchen wir für ein würdevolles Leben im Alter? Erstens. Die Hilfe zu Hause in der vertrauten Umgebung mit der Atmosphäre von Sicherheit und Zuversicht. Zweitens. Eine lückenlos funktionierende, flexible, finanzierbare, ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege. Drittens. Rahmenbedingungen für die Pflege durch Angehörige. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen wird von Angehörigen gepflegt. Den Menschen, die es täglich schaffen, Beruf und Pflege von eigenen Angehörigen in Einklang zu bringen, gebührt unsere allergrößte Anerkennung. Für die stationäre Pflege bedarf es einer Vielzahl von Pflegekräften. Die Hessische Landesregierung hat eine Ausbildungs- und Qualitätsoffensive gestartet. Die Anzahl der Ausbildungsplätze in der Pflege wurde seit 2012 über zwei Drittel erhöht, konkret 2.238. Hessen trägt die Kosten mit, denn die Mittel zur Erstattung der Schulgeldkosten wurden in den letzten 10 Jahren um fast 15 Millionen € auf 23 Millionen € erhöht. Auch im kommenden Jahr werden diese Mittel steigen. Dies sind Mittel, deren Einsatz sich lohnt, da sie Menschen ein würdiges Leben im Alter ermöglichen. Das ist unsere Pflicht unseren Eltern gegenüber. Übersicht über die Situation in der Pflege gibt uns der Hessische Pflegemonitor. Er ist ein wissenschaftlich begleitetes, fundiertes Steuerungsinstrument und einzigartig in Deutschland. Er belegt, dass die Nachfrage an Pflegekräften enorm hoch ist. Er vermittelt aber auch Absolventen und Interessierten, um diese Nachfrage zu bedienen. Von den bereits jetzt Pflegebedürftigen werden drei Viertel von den eigenen Angehörigen zu Hause betreut. Hessen reagiert auf diese Zahlen. Unter dem Dach der Seniorenpolitischen Initiative wurde mit der AOK Hessen und dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft die Initiative zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege ins Leben gerufen. Wir müssen die Menschen, welche die Doppelbelastung von Pflege und Beruf tragen, entlasten.
Ihnen muss geholfen werden, diese Verantwortung zu meistern. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Die Landesinitiative Beruf und Pflege vereinbaren widmet sich dem und setzt bei Unternehmen durch, dass sie ihren Mitarbeitern die Möglichkeit des Sich-Kümmerns um die Angehörigen zu geben. Wir wollen noch mehr Betriebe dafür gewinnen, die Personalpolitik pflegegerecht auszurichten. Ein starkes Zeichen ist es, dass heute die Staatskanzlei und alle hessischen Ministerien der Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege beitreten. Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, dafür müssen wir alle einstehen. Auf den Punkt gebracht resümiere ich: erstens, aktive Teilhabe am öffentlichen Leben gewährleisten, zweitens, Alter würdevoll in Vielfalt gestalten, drittens, Pflege zu Hause ermöglichen, viertens, Pflege und Beruf vereinbar machen, fünftens, Pflegekräfte stärken. Dafür, meine Damen und Herren, geben wir unser Bestes. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das Wort hat als nächster Redner der Abg. René Rock für die Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Man muss der Union heute dankbar sein, dass sie der Seniorenpolitik eine Plattform gegeben hat, auch wenn das, was hier vorgetragen worden ist an politischen Inhalten, nicht falsch ist, aber doch auch zeigt, wie viel Raum für politisches Agieren in dem Bereich noch ist. Mir hat an dieser Stelle ein wenig der Ausblick gefehlt und der Blick auf das, was sich gesellschaftspolitisch ändert. Wenn wir heute über Seniorenpolitik sprechen, ist das ein hochdifferenziertes Feld. Wir unterscheiden die Senioren ja mittlerweile in drei Gruppen, in Alte, Ältere und Hochbetagte, weil wir den Begriff Senioren so ja gar nicht mehr fassen können. Ich selbst bin Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes bei mir zu Hause, und wir machen am dritten Advent immer einen Seniorennachmittag. Und wenn ein älterer Mensch mit 65 Jahren die Einladung vom Roten Kreuz erhält und zum Seniorennachmittag des Deutschen Roten Kreuzes eingeladen wird, habe ich oft die Reaktion erlebt: Was? Ihr ladet mich ein, so alt bin ich doch gar nicht. Und genau das drückt ein Stück weit aus, womit wir es zu tun haben. Das eigene Bewusstsein der älteren Menschen hat sich gewandelt, und auch die gesellschaftlichen Bedürfnisse und Herausforderungen haben sich gewandelt. Und erlauben Sie mir den Vergleich, ohne etwas zu relativieren wollen oder zurückzusetzen oder Prioritäten verschieben wollen. Erlauben Sie mir ein Stück weit den Vergleich, so wie sich das Frauenbild nach dem Krieg in Deutschland gewandelt hat. So ist das Seniorenbild in unserer Gesellschaft im Wandel. Und genau so ist es eine Aufgabe, die weit über die Frage von reiner Feststellung von Bedürfnissen, einer Broschüre machen, wichtigen Dialog zu führen, darüber hinauszuschauen. Das Bild der Senioren ändert sich, die Einstellung der älteren Menschen ändert sich, und auch die Herausforderungen der Gesellschaft ändern sich. Und vor allem die Herausforderungen der Gesellschaft an die Senioren ändern sich. Und darum bin ich ja, wie gesagt, sehr dankbar, dass die Union heute diesem Thema hier eine Plattform gegeben hat. Denn der Arbeitsmarkt steht hier auch in einem großen Fokus. Wenn man über Teilhabe spricht, muss man auch über die Möglichkeit der älteren Menschen sprechen, sich im Arbeitsmarkt einbringen zu dürfen. Es darf keine Altersgrenzen geben,
weil Altersgrenzen sind oft juristisch gesetzt und aus der Tradition gewachsen, aber haben vielleicht überhaupt nichts mit der persönlichen Leistungsfähigkeit von älteren Menschen zu tun. Und darum muss es Anreize geben und keine Modelle, ältere Menschen aus dem Arbeitsmarkt zu drängen. Ich erinnere mich da an die Rente mit 63. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der für den Einzelnen mag er gut sein und er mag ihn schätzen, aber ob er tatsächlich in die gesellschaftliche Entwicklung passt, muss man doch deutlich hinterfragen. Und ich glaube, wir brauchen Strukturen, die die Älteren im Arbeitsmarkt halten, ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend, aber auch ein deutliches Zeichen, wie man Teilhabe organisieren kann. Da ist ein zentraler Bereich der Arbeitsmarkt, und da ist viel zu tun. Zugegebenermaßen keine Landesaufgabe in erster Linie, sondern natürlich eine Bundesaufgabe. Aber auch das muss, glaube ich, wenn wir über das Thema der Senioren sprechen, im Fokus sein. Wir haben eine Enquete-Kommission Demografie gehabt im Hessischen Landtag. Ich glaube, 2007, da habe ich dem Hessischen Landtag noch nicht angehört, ist sie zum Abschluss gelangt. Dort steht vieles drin, was an Herausforderungen auf dieses Land auch zukommt. Und ich glaube, da ist ein besonderer Augenmerk auch dem ländlichen Raum zu widmen. Der ländliche Raum ist ein ganz spezieller Bereich, den wir ganz genau in den Fokus nehmen müssen. Und da geht es vor allem um zwei Themen aus meiner Sicht. Das ist die Versorgungsstruktur im ländlichen Raum, aber auch die Mobilität. Und ob die Mobilitätssysteme, die bisher im Fokus stehen, der öffentliche Personennahverkehr, das leisten kann, da habe ich meine großen Zweifel. Da müssen wir an flexibleren Lösungen arbeiten. Hier ist eine sehr, sehr große Aufgabe, der sich auch das Land stellen muss. Ich will die Aktivitäten des Landes gar nicht geringschätzen, aber bei einem Thema möchte ich doch noch einmal auch das Land in die Pflicht nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass man da einen großen Fokus drauf legt. Das ist die Frage der Pflege, der Organisation der Pflege, der Pflegeausbildung. Aber was wir auch immer mehr feststellen, es gibt nicht nur zu wenig Menschen, die in der Pflege arbeiten wollen. Es gibt auch mittlerweile zu wenig Menschen, die Menschen ausbilden, die in der Pflege arbeiten wollen. Und von daher muss dort ein großer Augenmerk sein. Und ich sehe die Frage der Generalistik sehr kritisch und glaube auch hier, manchmal ist ja etwas eingeführt worden mit guten Ideen, und jetzt versucht man vielleicht, die Probleme ein Stück weit wieder in den Griff zu bekommen, die dort entstanden sind. Aber es muss ganz klar sein, die Pflege ist eine eigenständige Aufgabe. Sie muss immer qualifizierter durchgeführt werden. Ich fand interessant, dass der Minister gestern gesagt hat, das teile ich, es muss Aufstiegsmöglichkeiten geben, eine Akademisierung auch in dem Bereich, um dieses Berufsbild attraktiv zu halten. Aber ob sozusagen die Generalistik die letzte Antwort darauf ist, ich glaube, die Frage des Aufstiegs in einem System des Berufs der Altenpflege von ganz unten bis ganz oben muss durchgängig möglich sein über ein Berufsleben. Das, glaube ich, ist wirklich eine Attraktivitätssteigerung. Und da, glaube ich, ist noch viel zu tun. Ich würde mir wünschen, dass da der Fokus stärker auf eine Frage altengerechtes Berufsbildes kommt, weil hier ganz viel Spezielles zu erarbeiten ist und eine spezielle Ausbildung Sinn machen würde, mit dem Hinweis des Ministers, dass ein Aufstieg in diesem Berufsbild sehr wichtig ist, um die Attraktivität in diesem Beruf zu halten, zu steigern und mehr Menschen in dieses Berufsbild zu bringen. Ich muss auch sagen, es gab einmal eine große Mode. Die Mode hieß Mehrgenerationenhaus. Das ist sehr nach vorne getrieben worden. Ich selbst habe mich da auch engagiert, so etwas einmal umzusetzen kommunal. Aber man stellt fest, die Attraktivität des Mehrgenerationenhauses ist bei Älteren oft deutlich positiver gesehen als bei jüngeren Menschen. Also es ist leichter, ältere Menschen für Mehrgenerationenwohnen zu begeistern, als junge Familien dafür zu begeistern. Es mag Ausnahmen geben, aber ich sehe das in dem Umfeld, wo ich tätig bin, leider relativ häufig. Und ich glaube, der Fokus, das ist das, was ich feststellen konnte, liegt vielmehr in der Frage, wie lebt man im Alter zusammen und wie lebt man im Alter in Verantwortungsgemeinschaft zusammen. Und zwar nicht, dass wir jetzt ein gesellschaftspolitisches Bild prägen von der Verantwortungsgesellschaft, die sich dort im Alter entwickelt. Das kann generationenübergreifend sein, aber es kann auch in der Generation sein. Von daher sollten wir so ein bisschen sozusagen in die Einengung, die wir uns manchmal selbst geben, in Förderprodukten und anderem
uns lösen. Ich glaube, die Verantwortungsgemeinschaft, das ist das, was im Alter zählt und worauf Menschen bauen müssen und bauen wollen. Das ist etwas, was wir ins Bild nehmen sollten. Da sollten wir als Staat Rahmen und Fördermöglichkeiten geben, aber nicht zu sehr einschränken und nicht zu sehr lenkend, weil es da unglaublich viele vielfältige Ideen gibt und vielfältige Ansätze. Da müssen wir offen bleiben, und da müssen wir unsere Förderstrukturen offen gestalten. Da dürfen wir nicht zu sehr in die Details gehen, weil ich glaube, dass die Menschen in dieser Lebensphase sich zum Teil noch einmal neu organisieren, weil ein Partner verstorben ist, weil es noch einmal, und das erleben wir ja auch, Partnerschaften auch mit 55, 60 Jahren noch auseinanderbrechen und neu orientiert wird. Auch da sollte man immer wieder die Möglichkeit haben, solche Dinge nicht einzuschränken, sondern solche Dinge abzurunden, die Möglichkeit von Lebensgemeinschaften zu unterstützen. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist in diesem Bereich auch die moderne Arbeitswelt und moderne Lebenswelt, das moderne Umfeld. Und da spielt die Technisierung eine hohe Rolle. So wie in der Frage, wie kann man sein Arbeitsleben bewältigen, auch von zu Hause, so ist die Frage, wie lange kann man zu Hause leben? Und da spielt die technischen Möglichkeiten eine enorme Rolle. Wie lange kann ich von zu Hause teilnehmen an gesellschaftlicher Diskussion, an Teilhabe? Wie lange kann ich überhaupt zu Hause bleiben, kann zu Hause leben? Und ich glaube schon, dass wir schauen müssen, wo können wir gerade was die Frage, was wird finanziert an Unterstützung, wie wird es genehmigt, wie wird es möglich gemacht, dass wir die ganze Frage der EDV, der technischen Möglichkeiten hier noch fördern muss, hier Pilotprojekte anschieben muss. Was ist möglich? Wie kann man die Teilhabe verbessern? Wie kann man den Menschen ermöglichen, länger zu Hause zu leben durch die technischen Möglichkeiten? Herr Kollege, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Schon gibt. Von daher mein Dank noch einmal an die Union an der Stelle, dass sie uns die Plattform für dieses Thema gegeben hat. Es gibt unglaublich viel zu tun. Die Vorschläge, die hier aufgelistet sind, das ist nett. Aber das Arbeitsfeld ist bedeutend größer und tiefer. Und da, denke ich, können wir alle gemeinsam noch einiges auf den Weg bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes spricht Frau Abg. Schott für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir diskutieren hier heute einen Antrag, wenn man dieses Dokument überhaupt so nennen will, den man auch hätte betiteln können: Lobeshymne der Regierungsfraktionen auf die eigene Regierung. Ja, ne? Wäre doch der angemessene Titel gewesen, dann hätte es doch gepasst. Währenddessen hatten wir gestern die Situation, dass über 50 überwiegend ältere Bürgerinnen und Bürger versucht haben, derselben Landesregierung, und zwar dem Sozialministerium, Unterschriften zu übergeben, und zwar Unterschriften, die sie gesammelt hatten zu dem Erhalt ihres Krankenhauses in Lindenfels, das ein Krankenhaus ist in einem Einzugsgebiet, in dem ein hoher Anteil ältere Menschen wohnen, das von Schließung bedroht ist. Allerdings hat der Herr Sozialminister nicht für nötig befunden, die Unterschriften anzunehmen, weil es ja nicht sein Krankenhaus ist und das Land nicht der Krankenhausträger. Mag ja formal richtig sein, aber wer ist eigentlich für die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zuständig? Der Bürgermeister dieser Gemeinde und die Bürgerinnen und Bürger dort waren ziemlich entsetzt über diese Missachtung und über die Art und Weise, wie mit ihnen in diesem Haus hier umgegangen worden ist, und haben sich entschlossen, ihre Unterschriften lieber wieder mitzunehmen, weil sie nämlich fanden, dass man den Menschen dort vor Ort einmal sagen müsste, wie hier mit ihnen umgegangen worden sei. Dass es eben nicht dem entspricht, wie Sie sich hier heute loben über den Umgang und über die Würde und den Respekt, wie man mit älteren Menschen umgehen sollte. Es war das Gegenteil von dem, Frau Klaff-Isselmann, was Sie hier vorhin apostuliert haben, was ich zu weiten Teilen hätte unterschreiben können. Es war eben respektlos, absolut respektlos. Applaus
Besonders ältere Menschen sind auf eine Gesundheitsversorgung in ihrem näheren Umfeld angewiesen, weil das eben mit dem Fahren manchmal doch deutlich schwieriger ist, weil es deutlich schwieriger ist, Familienangehörige zu besuchen, die im Krankenhaus liegen. Und wir wissen alle, dass für eine gute Genesung es auch wichtig ist, dass der Sozialkontakt besteht und der Mensch da nicht den lieben langen Tag alleine liegt, um sich Sorgen zu machen. Und ältere Menschen sind nun einmal nicht mehr so mobil. Statt die Menschen, die so engagiert für den Erhalt ihrer Klinik kämpfen, zu unterstützen und sie für ihren Einsatz zu loben, haben sie hier aber erfahren, dass die Unterschriften an den Klinikbetreiber weitergeleitet werden, und das sei es eben auch schon. Das ist die Politik, die die Hessische Landesregierung macht. Sie lässt die Schließung kleiner Krankenhäuser zu und interessiert sich nicht für die Gesundheitsversorgung in der Fläche. Lassen Sie uns, das ist überhaupt nicht köstlich, Herr Minister, das ist ziemlich traurig. Und wenn Sie das köstlich finden, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Und ich glaube, auch die Menschen in Lindenfels können das nicht nachvollziehen. Wir können aber auch noch einmal an anderen konkreten Punkten schauen und an den konkreten Maßnahmen arbeiten, anstatt wie in Ihrem Antrag und auch in der Rede hier einfach nur ziemlich viel heiße Luft abzulassen. Konkret für ein würdevolles Leben im Alter unbedingt notwendig sind in erster Linie mal höhere Renten. Das Ziel der Mitbestimmung, Teilhabe, kurzum Inklusion, lässt sich nicht erreichen, wenn es an der Grundsicherung für die älteren Bürgerinnen und Bürger fehlt. Das wäre doch einmal ein Ding, wenn die Hessische Landesregierung im Bund für die Erhöhung des Rentenniveaus auf mindestens 53% und für eine existenzsichernde solidarische Mindestrente kämpfen würde und gegen die fortschreitende Privatisierung von Altersversorgung eintreten würde. Die Rente muss zur Wahrung des Lebensniveaus reichen, und das ist in viel zu vielen Schicksalen nicht der Fall. Altersarmut ist hierzulande die harte und traurige Realität. Mit diesem Problem vor der Haustür vom Ziel sprechen, ein Altern in Würde ermöglichen zu wollen, ist schlichtweg heuchlerisch und zeugt von vielem, nur nicht von Respekt vor der älteren Generation. Immer mehr Seniorinnen und Senioren arbeiten in einem Minijob. Und dies hat in vielen Fällen eben nichts damit zu tun, dass es ihnen zu Hause zu langweilig ist. Im Gegenteil, viele sind auf dieses zusätzliche Einkommen angewiesen. Ein Zeichen dafür ist, dass die Zahl der Rentnerinnen und Rentner im Grundsicherungsbezug in 10 Jahren verdoppelt worden ist. Viele ältere Menschen scheuen aber trotzdem noch den Weg zur Grundsicherungsbehörde. Hier wäre der Einsatz der Landesregierung für einen würdevollen Umgang mit der älteren Generation tatsächlich gefragt. Eine Anerkennung, weil wir morgen hier über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sprechen wollen, eine Anerkennung von Frauenarbeit wäre an dieser Stelle auch noch einmal ein wichtiger Punkt. Das Armutsrisiko von Frauen im Alter ist besonders groß. Niedriglöhne, Erwerbsunterbrechung und Familienarbeit ziehen niedrige Renten nach sich, wesentlich niedrigere als die der Männer. Das ist doppelte Diskriminierung, und dem muss umgehend entgegengewirkt werden. Vor dem Hintergrund niedriger Renten und dem Risiko der Altersarmut grenzt es an Dreistigkeit, beispielsweise im Rahmen der Initiative Durchstarten mit 60 davon zu sprechen, den Erfahrungsschatz von Seniorinnen und Senioren praktisch nutzbar machen zu wollen. Nicht wenige müssen mit 60 durchstarten, um weitere 7 oder noch mehr Jahre erwerbstätig zu bleiben. Wir sehen gerade jetzt, dass aber auch viele bereit sind, sich nach dem Ausscheiden aus dem Altersleben aktiv zu beteiligen, sich zu engagieren und ihre Erfahrungen weiterzugeben. Das muss entsprechend und mit aller Nachdrücklichkeit gewürdigt werden und geschätzt werden. Ja, da bin ich wieder bei Ihnen. Allerdings, die Wirklichkeit ist oft so, dass ehrenamtliches Engagement in Organisationen, Verbänden oder Vereinen oder das Engagement Einzelner missbraucht wird, um hauptamtliche Stellen abzubauen oder sie erst gar nicht zu schaffen. Staatliche Verantwortung wird auf Rentnerinnen und Rentner abgewälzt, während der Staat unter dem Strich nicht genug Verantwortung für seine älteren Bürgerinnen und Bürger übernimmt. Das ist doch auch eine Realität in diesem Land, und die verleugnen Sie schlichtweg. Das zeigt sich ganz deutlich bei einem Thema, das Schwarz-Grün in ihrem Antrag aufgreift: Barrierefreiheit im öffentlichen Raum.
Das Übereinkommen über Rechte von Menschen mit Behinderung, auch bekannt als UN-Behindertenrechtskonvention, wurde vor ziemlich genau 9 Jahren von der Generalversammlung der Vereinten Nationen beschlossen und trat Mitte 2008 in Kraft. Mit der Unterzeichnung verpflichteten sich die Nationen, geeignete Maßnahmen zu treffen, um allen Menschen gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt zu ermöglichen. In einer Anhörung zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf Initiative der SPD-Fraktion vor wenigen Wochen haben die eingeladenen Vertreterinnen und Vertreter von entsprechenden Interessenverbänden eindrücklich davor gewarnt, Maßnahmen zur Gestaltung eines barrierefreien öffentlichen Raumes unter Finanzierungsvorbehalt zu stellen. Städte und Gemeinden haben den Auftrag, den unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen ihrer Bewohnerinnen und Bewohner gerecht zu werden. Wie es um die Finanzen und somit Möglichkeiten in Hessens Kommunen bestellt ist, muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Für jeden Haltestellenumbau, für jede Parkbank, für jedes kulturelle Angebot, für jedes Wohnprojekt oder Modernisierung, für den Verbleib jeder Arztpraxis muss gekämpft werden. Die Wirksamkeit der Seniorenpolitik entscheidet sich in den Kommunen. Und die können sich noch so bemühen. Es fehlt ihnen hinten und vorn an Mitteln, um den anhaltenden demografischen Wandel zu gestalten, um Langzeitarbeitslosigkeit und der Erosion von sozialer Infrastruktur etwas entgegenzusetzen. Seniorenpolitik darf nicht nach Kassenlage der Kommunen gestaltet werden. Zunehmendes Alter bedeutet nicht nur Mobilität und Engagement. Die Gruppe der Hochaltrigen, also ab 80 Jahren, wächst am schnellsten. Laut Statistischem Bundesamt wird es 2060 fast so viele über 80-Jährige geben wie unter 20-Jährige. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, was die Pflege angeht. Vor diesem Hintergrund stehen wir schon heute damit Vor diesem Herausforderung stehen wir schon heute und damit zu dem Punkt, der uns am meisten aufstößt. Die Landesregierung habe auf Fachkräftemangel in der Pflege reagiert. Ich darf Sie an dieser Stelle auf den Hessischen Pflegemonitor verweisen. Da ist noch ziemlich viel Luft nach oben, was die Ausbildung von Pflegekräften angeht. Machen wir uns nichts vor, wir haben einen Pflegenotstand. Und an der Stelle möchte ich auch einmal darauf hinweisen, dass wir einen enormen grau- bzw. schwarzen Raum haben in diesem Land, in dem Menschen von Menschen gepflegt werden, die hier unter unwürdigen Bedingungen leben, die hier zum Teil illegal sind, zu einem anderen Teil halblegal. Und ich finde, auch da muss endlich hingeguckt werden, und da muss endlich etwas passieren, dass diese Zustände beendet werden und dass wir genug und bezahlbare Pflege haben, damit es eben nicht mehr notwendig ist, dass Frauen aus anderen Ländern hierher kommen und in Arbeitsverhältnissen leben, die man eigentlich nicht mehr Arbeitsverhältnisse nennen kann. An der Stelle muss endlich hingeschaut werden und nicht, weil wir ein Riesenproblem haben, das wir nicht bewältigen können, permanent weggeguckt werden, weil was wir nicht wahrnehmen, müssen wir nicht bearbeiten. Diese Haltung geht Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Wenn Sie bitte zum Ende kommen. Ja, dann möchte ich am Schluss noch sagen, dass wir den Antrag der SPD selbstverständlich unterstützen werden. Denn das, was Sie hier über die Entwicklung der Altenpflegeschulen gesagt haben und behaupten, ist einfach nicht richtig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Erfurth für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Demografischer Wandel, Politik für junge und ältere Menschen, für Hochbetagte, für Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturen, die hier bei uns eine Heimat gefunden haben, Politik für Familien, Politik für Kinder – alles das sind Themen, die immer gern getrennt und separat betrachtet werden, die aber im Kern auch sehr eng zusammengehören und die man auch immer mal wieder zusammen betrachten, in den Fokus nehmen muss und auch zusammen diskutiert werden müssen. Und genau das passiert in dem Antrag, den Ihnen die Koalitionsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier heute vorgelegt haben. Ausgehend von den besonderen Bedürfnissen, die ältere Menschen unbestreitbar haben,
wollen wir den Blick darauf weiten, was allen Bevölkerungsgruppen nutzt und was sich möglicherweise im ersten Schritt nicht immer gleich aufdrängt. Ich möchte das Beispiel Barrierefreiheit nennen. Barrierefreiheit von öffentlichen Gebäuden oder auch von Wohngebäuden, von öffentlichen Plätzen, von Haltestellen für Busse und Bahnen, für Bahnhöfe und sozusagen von Aufenthaltsräumen in der Öffentlichkeit. Das alles Barrierefreiheit an diesen Plätzen dient nicht nur älteren Menschen. Sie dient uns allen, und sie erleichtert allen, die in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, die Teilnahme am öffentlichen Leben. Ich denke da ganz besonders an unseren ehemaligen Kollegen Dr. Andreas Jürgens. Wenn Sie einmal versucht haben, mit einem Rollifahrer abends nach der Plenarrunde noch einmal einfach ein Bier trinken zu gehen, dann kriegen Sie einen ganz anderen Blick auf die Kneipenkultur, dann kriegen Sie einen ganz anderen Blick, wie sich öffentlicher Raum verändert, wie gut gemeinte Brücken und Barrieren, Bürgersteige sich plötzlich anders darstellen. Das ist eine gute Schule, die ich jedem nur einfach einmal empfehlen kann, einfach einmal die Perspektive zu wechseln und zu schauen, was bewirkt das eigentlich im öffentlichen Raum. Von daher. Dient Barrierefreiheit im öffentlichen Raum nicht nur den älteren Menschen, sie dient Familien, die Kinderwagen zu steuern haben, und im ÖPNV auch Radlerinnen und Radlern. Und weil wir nicht nur, Herr Kollege Rudolph, über aktive Teilhabe reden wollen, möchte ich Ihnen ein paar ganz konkrete Beispiele nennen, wo deutlich wird, wo durchaus auch Grün wirkt. Gestern zum Beispiel. Das überlasse ich dann Ihrer Bewertung, Herr Rudolph. So hat gestern der Verkehrsminister Al-Wazir in der Stadt Frankfurt Förderbescheide für den Bau von zwei U-Bahn-Bahnaufzügen übergeben, um ÖPNV barrierefreier zu machen. Und am 5. Oktober hat der Verkehrsminister erklärt, die Landesregierung nutze jede Möglichkeit, ÖPNV gerade auch für Menschen mit Einschränkungen attraktiver zu gestalten. Und erst kürzlich wurden dem Bund, da rechne ich dann auf Ihre Unterstützung, wurden dem Bund 25 Stationen zum barrierefreien Ausbau vorgeschlagen. Alternative Verkehrskonzepte, auch das ist ein wichtiger Punkt, wie Bürgerbusse, Mobilfalt, was wir in Nordhessen erst wieder verlängert haben, um eben auch alternative Konzepte anzubieten. Auch das nützt älteren Menschen. Auch das nützt älteren Menschen. Soziale Teilhabe von älteren Menschen ist ein wichtiger Punkt. Und auch im Sozialbereich fördert die Landesregierung spezielle Angebote für ältere Menschen. Ich darf Sie an das Sozialbudget erinnern, wo wir für die öffentliche Altenhilfe fast 540.000 € festgeschrieben haben, für Beratung für altersgerechtes Wohnen für die Landesseniorenvertretungen in Hessen. 500.000 € stehen im Sozialbudget für die Förderung ambulanter Versorgungsstrukturen für 2016 bereit. Im Bereich Wohnen, auch den will ich nicht ausblenden, schauen wir auf die Großstädte. Da gibt es die sogenannte Gentrifizierung, bei denen es kaum noch günstigen Wohnraum in zentraler Lage gibt. Für alleinstehende ältere Menschen oft ein Problem, denn gerade sie sind ja auf wohnortnahe Versorgung angewiesen. Im ländlichen Raum haben wir es denn wieder andersrum. Sie sprachen auch davon, Frau Schott. Hier haben wir günstige Mieten, aber die Angebote der Versorgung sind nicht so nah dabei. Und hier wollen wir, dass genügend Angebote vor Ort erhalten bleiben. Mit dem Kommunalen Investitionsprogramm wird den Kreisen, und Städten und Gemeinden mehr als 1 Milliarde für solche Zukunftsprojekte zur Verfügung gestellt. Jetzt obliegt es dann auch in der kommunalen Verantwortung, sie genauso einzusetzen, nämlich auch für Barrierefreiheit und für Wohnen für ältere Menschen. Das ist dann ein Akt der kommunalen Selbstverwaltung. Ich bin gespannt, wie Sie den Spielraum nutzen vor Ort. Und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, auch das war hier schon öfter Thema, dient allen, die sich kaum noch die überteuerten Mieten in den Städten leisten können. Der Entwicklungsplan ländlicher Raum hat zum Ziel, dass
ländliche Räume in Hessen als attraktive Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsräume erhalten bleiben. Auch das dient älteren Menschen, wenn sie auch im Alter am vertrauten Wohnort bleiben können. Meine Damen und Herren, ältere Menschen sind keine homogene Gruppe. Sie sind genauso vielfältig und bunt wie das Leben. Und wir wollen, dass die Menschen in dieser Verschiedenheit so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden bleiben müssen. Sie haben es angesprochen, Frau Klaff-Isselmann. Dafür braucht es unterstützende Einrichtungen, wie wir sie in Punkt 8 unseres Antrags beschrieben werden. Und nicht nur heterosexuelle Menschen werden alt und brauchen Unterstützung. Wir brauchen auch einen respektvollen Umgang mit homosexuellen Menschen im Alter, egal welchen Grad von Pflege diese Menschen gerade benötigen. Auch das ist ein Feld, wo wir, glaube ich, noch Nachholbedarf haben. Das gilt im gleichen Maß auch für Menschen aus anderen Kulturen. Auch hier müssen wir einen Fokus legen. Und dafür brauchen wir ausgebildetes Personal. Ausgebildetes Personal, das auch in der interkulturellen Pflege unterwegs sein kann. Und das auch das haben wir in unserem Antrag beschrieben. Und es ist gut, dass sich die Landesregierung auch dieses Themas angenommen hat und darauf setzt, in der Ausbildung stärker tätig zu werden und auch Ausbildende weiter in der Altenpflege aufzubauen. Ich denke, wir sind mit unserem Antrag gut aufgestellt. Wir haben ein weites Spektrum beschrieben, was uns erwartet, um seniorengerechte Politik in Hessen zu machen. Und ich kann Sie nur bitten, unseren Antrag in dem Punkt zu unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Dr. Sommer von der Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über die Überschrift Ihres Antrags habe ich mich sehr gefreut. Und als hessische SPD-Fraktion können wir den auch unterschreiben. Demografischer Wandel mit einem der Attribute, dass wir älter, gleichzeitig aber fitter und vitaler werden, rückt die Seniorenpolitik in einen neuen Fokus. Demografischer Wandel ist verbunden mit der gestiegenen Lebenserwartung, der Gesundheitsversorgung, mit der gewachsenen Gruppe von älteren Menschen, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen möchte. Bisher verbinden viele Menschen das Wort Alter mit Krankheit, Sorge, Hilfebedürftigkeit. Diese Vorstellung entspricht aber nicht mehr der Realität. Seniorinnen und Senioren fühlen sich im Vergleich zu früher länger jung, was natürlich auch durch die gute gesundheitliche Versorgung zustande kommt. Viele von ihnen wollen nach dem Ende ihrer beruflichen Karriere einen neuen Lebensabschnitt beginnen und sich auch engagieren. Sie wollen aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Deswegen ist eine zeitgemäße Seniorenpolitik wichtig. Sie muss auf die Entwicklung reagieren und tatsächlich, also real, die Möglichkeit haben, sich in die Gesellschaft einzubringen. Aber wie kann die ältere Generation mobil bleiben, lange selbstständig, insgesamt gut leben und sich einbringen? Auf diese Fragen brauchen wir sinnvolle Antworten, damit die vielfältigen Altersbilder, die Sie unter Punkt 8 beschreiben, gelebt werden können. Ihr Antrag bietet sinnvolle Antworten auf all diese Fragen leider nicht. Ich möchte Sie fragen, Sie wollen die Generation bei der Gestaltung einer neuen Seniorenpolitik aktiv mit einbinden, da ältere Menschen besondere Bedarfslagen haben, und Sie wollen sie teilhaben lassen, mitsprechen lassen, auf allen Ebenen? Da habe ich Sie doch richtig verstanden in Ihrem Eintrag, oder? Dann können Sie, wenn Sie diese Teilhabe ernst nehmen und ernst meinen, unserem Änderungsantrag zur HGO in diesen Teilen ohne Wenn und Aber zustimmen in der dritten Lesung. Damit würden Sie beweisen, dass Sie tatsächlich daran interessiert sind, Teilhabe und Mitsprache zu ermöglichen. Denn im vorparlamentarischen Raum, meine Damen und Herren, muss es Seniorenvertretungen geben, die die Politik für die Belange von Senioren sensibilisieren. Zum Beispiel ist das wichtig für eine seniorengerechte Gestaltung von örtlichen Gegebenheiten. Denn hierdurch
kann die Lebensqualität im Alter wesentlich mitbestimmt werden. Also freue ich mich schon jetzt, wenn Ihre Bekundungen in Handlungsansätze fließen, sie nicht länger nur Rhetorik bleiben, auch wenn Sie, Herr Bauer, gestern gesagt haben, es sei der falsche Weg. Aber nur wenn Sie zustimmen, Seniorenvertretungen in der HGO fest und verbindlich zu verankern, halten Sie Wort. Alles andere sind leere Absichtserklärungen, Talk statt Action. Lebens- und Versorgungsformen für das Alter nehmen immer mehr an Bedeutung zu. So auch der Bereich Wohnen. Wohnen beeinflusst die Lebensqualität, die eigene Identität, die Eigenständigkeit. Und wer für altersgerechten, barrierefreien Wohnraum sorgt, ermöglicht ein längeres Leben in der eigenen Häuslichkeit. Das machen Sie leider nicht. Sie können ja unsere Kleinen Anfragen dazu nachlesen. Genau das ist aber das, was sich die Menschen hier wünschen, den Verbleib und die Versorgung in der vertrauten Umgebung, und das so lange wie möglich. Es ist deswegen Aufgabe der Landesregierung, hier endlich aktiv zu werden. Studien zeigen nämlich, dass wir auf eine neue Wohnungsnot zusteuern. Nur 5% der 11 Millionen Haushalte leben weitgehend in barrierefreien Wohnungen. Gerade Senioren leben oftmals, und das wissen Sie, in Altbeständen. Die haben kleine Renten und können sich solche Modernisierungen einfach nicht leisten. In Deutschland, so auch in Hessen, ist eine ausreichende Versorgung mit altersgerechtem Wohnraum nicht gewährleistet. In Ihrem Antrag erläutern Sie, dass Sie das Bestreben zur Barrierefreiheit unterstützen, allerdings nur mit guten Worten. Eine monetäre Förderung wäre hier sinnvoller. Dieses brisante Thema hat die Landesregierung bisher ignoriert. Der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum aber wird steigen. Jetzt ist konkretes Handeln gefordert, meine Damen und Herren. Wir müssen das Angebot an seniorengerechten, barrierefreien kleinen Mietwohnungen ausbauen und neue Wohnkonzepte voranbringen. Wie das geht, das zeigen schon viele Projekte wie Senioren-WGs oder innovative Projekte, beispielsweise wie das des Bremer Heimstifts, der unterschiedliche Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten anbietet. Wir können aber auch in Hessen schauen, z. B. nach Kassel. Dort gibt es ein Projekt, das heißt Goethe 15, eine eigene Wohnung, aber trotzdem nicht allein. Eine ruhige Lage, aber eine hervorragende Infrastruktur. Dazu Service und Pflege nach Wunsch. Ich bin davon überzeugt, dass solche innovativen Wohnprojekte inklusive Pflegebetreuung Pflege qualitativ hochwertig und sogar günstiger organisiert werden kann. Das zeigen auch Maßnahmen, wenn man einmal ins Ausland schaut. In den Punkten 4, 5, 6 und 7 begrüßen Sie die Vermittlungsbörse durch Starten mit 60, die Hilfsangebote im täglichen Leben vermittelt, die Publikation der Seniorenpolitische Initiative mit der Überschrift Alter neu denken, Zukunft gewinnen, die zum Nachdenken über die Alterung der Gesellschaft anregen soll und das Bewusstsein schärfen soll. Ich rege an, das Lesen der eigenen Broschüre, vor allen Dingen der Empfehlung der Dialogforen, und wünsche mehr Mut zur Umsetzung der tollen Ideen, die hier in Ihrer Broschüre vorhanden sind. Außerdem wird der Wettbewerb Aktion Generation genannt. Angebote und Hilfen sollen neu und effektiv zusammengeführt werden und vernetzt werden. Von diesem Wettbewerb profitieren Kommunen. Keine Frage, das ist gut und richtig, wie z.B. auch in anderen Modellprojekten. Das Problem nur, es profitieren nicht alle Kommunen. Meine Damen und Herren, eine flächendeckende Förderung wäre wünschenswert. Kommen wir zu Ihrem Punkt 9. Viele Jahre ist das Schulgeld, um genau zu sein, seit 2002, 13 Jahre unverändert geblieben. Mit der Erhöhung der Pauschalen geht die Landesregierung jetzt nur einen richtigen und lang geforderten Schritt. Wir freuten uns mit den Schulen. Aber nein, zu früh gefreut. Erstens, weil die Erhöhung der Schulpauschalen nicht dem Bedarf der Altenpflegeschulen entspricht, und zweitens, weil die Inflationsrate für neue Kurse gilt, also erst ab dem 01.01.2016. Daher sprechen wir uns in unserem Antrag für den Inflationsausgleich für alle Auszubildenden aus. Und, Herr Grüttner, Sie haben gestern zur mündlichen Frage gesagt, dass jetzt schon ein Fachkräftemangel in der Pflegebranche vorhanden ist und aufgrund der älteren Gesellschaft
werden wir auch immer eine proportionale Steigerung der Pflegebedürftigkeit haben. Und wir brauchen jeden Einzelnen auszubilden. Deswegen darf hier nicht an der falschen Stelle gespart werden. Zu Ihrem letzten Punkt, der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Es gibt ca. 2 Millionen pflegebedürftige Menschen. Davon werden 68% zu Hause gepflegt. Ein Drittel davon von Familienangehörigen. Und 23% dieser Familienangehörigen versuchen, Beruf und Pflege zu vereinbaren. Die Doppelbelastung ist groß, und das braucht einen Ausgleich und eine Unterstützung. Freiwillige Selbstverpflichtung, wie das mit der Charta geschieht, zur Vereinbarkeit, sind schön, aber erreichen nicht, dass flächendeckend Verbesserungen umgesetzt werden. Wir wünschen uns deswegen, dass mittlere und kleine Unternehmen hier von der Landesregierung besser unterstützt werden, damit man das gemeinsam schultern kann, sodass beispielsweise auch auf Bundesebene geschieht. Die Frau Schwesig hat als Familienministerin die Familienpflegezeit ausgeweitet, sodass z. B. Auszeiten mit Lohnersatzleistung als Rechtsanspruch möglich sind. Dieses sind Aspekte, die in die richtige Richtung gehen. Zum Schluss bleibt festzuhalten, wer jetzt nicht handelt, vernachlässigt sträflich die Bedürfnisse einer immer älter werdenden Gesellschaft. Wir brauchen altersgerechten Wohnraum, eine gute Pflegeversorgung. Wir brauchen Unterstützung in der Pflege und in der Pflegeausbildung und bitten daher auch speziell um Zustimmung zu unserem Antrag. Wir brauchen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ihre Überschrift liest sich gut, wird aber inhaltlich der drängenden Herausforderung nicht gerecht. Das ist schade, sehr schade. Schwarz-Gelb hat am 14.12. Bündnis Die Grünen haben am 14.12.2011 eine Pressemitteilung herausgegeben und geschrieben, Schwarz-Gelb hat in diesem Thema nichts erreicht. Genug geredet, genug geschaut, Frau Erfurth. Es muss gehandelt. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Genau. Es muss gehandelt werden, und ich erhoffe mir, dass das, was Sie eben alles vorgestellt werden, nicht nur leere Worthülsen bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine Politik, die alle Generationen im Blick hat, ist die Voraussetzung für eine zukunftsgerichtete, eine zukunftsfeste Gesellschaft. Und angesichts des demografischen Wandels gilt das mehr denn je. Denn aufgrund der demografischen Entwicklung verändert sich nicht nur die Altersstruktur der Gesellschaft und der Bevölkerung. Es verändert sich nicht nur, dass mit einer geringer werdenden Zahl junger Menschen und einer steigenden Zahl älterer und alleinlebender Menschen sich gesellschaftliche Strukturen verändern. Es verändern sich auch Familienstrukturen. Und es verändern sich damit auch die Bedürfnisse der Menschen und das Verhältnis der Generationen zueinander verändert sich. Wir haben das mit einer Reihe von Maßnahmen und Programmen thematisiert und gestärkt, egal ob beispielsweise mit der Förderung von Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern, die generationenübergreifende Begegnungen ermöglichen, Angebote für alle Generationen bieten und so letztendlich auch ein solidarisches Handeln begründen, um die Teilhabemöglichkeiten älterer Menschen zu stärken. Fördern wir nicht nur die Landesseniorenvertretung in Hessen. Wir haben auch die Fördermittel erhöht, um die kommunalen Seniorenbeiräte zu qualifizieren. Und da setzen wir auf die Freiwilligkeit, weil die Freiwilligkeit ein größeres Engagement mit sich bringt als der gesetzliche Zwang an dieser Stelle. Und wir gestalten vor Ort in der Kommune letztendlich um die Teilhabe und die Rahmenbedingungen mit und für Seniorinnen und Senioren in Hessen zu verbessern. Und ich bin der Überzeugung, dass Kollege Rock durchaus recht hat, wenn er der Überzeugung ist, dass man ein Stück einen gesellschaftspolitischen Ausblick nehmen soll. Und so verstehen wir das auch. Und wir verstehen das auch in der
Konstanz einer seit Jahren betriebenen Politik für ältere Menschen oder einer generationenübergreifenden Politik. Und so wie wir und diese Landesregierung Seniorenpolitik, Sozialpolitik verstehen, ist dieses immer auch in Verbindung mit einer umfassenden Generationenpolitik für Jung und Alt zu sehen. Und Generationenpolitik gibt dann nämlich beispielsweise Antworten darauf, welche Bedeutungen Generationenbeziehungen, das Miteinander von Generationen, Generationengerechtigkeit und Generationensolidarität haben, welche Strukturen und welche Maßnahmen für einen dauerhaften Zusammenhalt der Gesellschaft notwendig sind und wie nachhaltiges Handeln in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung und im Sozialbereich aussehen soll. Und deshalb ist Generationenpolitik keine Politik für bestimmte Generationen oder nur für eine Generation, sondern Politik für alle Generationen. Und das heißt, es gilt, die Möglichkeiten des Dialogs von Jung und Alt zu schaffen. Es gilt aber auch, besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und deswegen muss der Fokus immer wieder auch auf einzelne Sachverhalte und Sachbereiche gelegt werden. Und wenn Frau Dr. Sommer eben geklagt hat, was die Fragestellung von Mitmachen und Mitgestalten anbelangt, dann empfehle ich doch noch einmal, sich die Veröffentlichung im Hinblick auf die Seniorenpolitische Initiative anzuschauen und auch den Blick zu werfen auf die letzten Seiten, bei denen diejenigen, die mitgemacht haben, aufgeführt sind. Und die Seniorenpolitische Initiative hatte ja genau das im Blick, die demografischen Veränderungen der größer werdenden Zahl älterer Menschen, von denen die Mehrzahl eben wirklich länger gesund und aktiv und in der Lage ist, die gewonnenen Lebensjahre wirklich positiv zu nutzen, mehr als dieses in früheren Generationen der Fall gewesen ist, diese Bedürfnisse genauso mit einzubeziehen wie die Fragestellung, wie schaffe ich es, bei Hilfebedürftigkeit und Pflegebedürftigkeit ein entsprechendes Hilfesystem auch zu installieren. Und deswegen ist es so, wir haben vielfältige Altersbilder. Das ist doch unbestritten. Und das bedeutet aktives Altern, aber auch ein Leben mit altersbedingten Einschränkungen und bei Hilfebedarf. Und alle, die so leben möchten, solange es geht, eigenständig ihr Leben gestalten können. Und das ist der Grundgedanke unserer seniorenpolitischen Initiative. Deswegen auch das Motto dieser seniorenpolitischen Initiative, nämlich Alter neu denken und Zukunft gewinnen. Es nimmt die Bedarfe älterer Menschen in den Blick und gibt Impulse für Handlungskonzepte. Und hierzu fanden eben Dialogforen mit Verbänden, Institutionen und Initiativen aus allen gesellschaftlichen Bereichen statt, weil diese Frage nicht nur ein Thema ist, das die älteren Menschen betrifft, sondern unsere gesamte Gesellschaft betrifft. Und das ist der entscheidende Punkt, bei dem wir sagen, das müssen wir mitnehmen, dann müssen wir Schwerpunkte setzen und letztendlich dann Empfehlungen geben. Und diese Schwerpunkte und Empfehlungen haben wir dann auch stetig weiterentwickelt und werden dies auch in Zukunft tun. Und zu den entscheidenden Bausteinen, die ein gutes Miteinander der Generationen prägen, gehört, das sage ich an dieser Stelle auch sehr deutlich, auch das Ehrenamt. Verbindendes Element für eine funktionierende Gemeinschaft ist immer die Motivation, die eigene Hilfsbereitschaft anderen Menschen im unmittelbaren Wohnumfeld anzubieten und bei Bedarf auch selbst auf die Unterstützung anderer zurückgreifen zu können. So werden Hilfesuchenden zu Helfenden und umgekehrt. Und dabei kann es auch durchaus sein, dass je nach Kompetenzen und körperlicher Verfassung einige Menschen zunächst vorwiegend zu den Helfenden, zu den aktiv Leistenden gehören und erst nach geraumer Zeit oder in geringerem Umfang selbst von den angebotenen Diensten profitieren. Und viele ältere Menschen, und das wurde deutlich im Modellprojekt Aufbau von Senioren- und Generationenhilfen, das wir durchgeführt haben, wollen genau ihre Erfahrungen und ihre Talente weitergeben, helfen und sich ehrenamtlich engagieren. Und es ist doch gut, wenn wir den Impuls setzen als Land, dass sich solche generationenübergreifende und Seniorenhilfen erst einmal etablieren und zusammenfinden. Wir hatten Landkreise, in denen es ein teilweise unstrukturiertes Nebeneinander und Doppelungen von Hilfen und zum Teil Lücken gegeben hat. Wir haben versucht, gemeinsam mit den kommunalen Gebietskörperschaften und sind dabei auch erfolgreich in dem Versuch gewesen, dieses zu strukturieren, nämlich die Entwicklung von Hilfestrukturen vor Ort. Denn die tragen dazu bei, dass man im Alter so lange wie möglich selbstständig in der vertrauten Umgebung leben kann,
Solche Generationenhilfen und Seniorenhilfen bieten Unterstützung, die tragfähige nachbarschaftliche Strukturen in der Vergangenheit geleistet haben. Und der generationenübergreifende Ansatz wird deutlich. Diese Generationenhilfen sind häufig in Vereinsform organisiert. Und wenn in einem Verein der Schriftführer 21 Jahre alt ist, dann sieht man, dass das Thema an dieser Stelle schon ein Thema ist, das Jung und Alt gleichermaßen interessieren muss. Und genau dem Gleichen dient auch die Aktion Generation, lokale Familien stärken. Natürlich ist die spannende Frage, ist es eine Aufgabe der Landespolitik, jeder Kommune eine Förderung zukommen zu lassen, damit sie eine entsprechende Möglichkeit der Weiterentwicklung hat. Das ist ja das, was man verstehen kann mit einer flächendeckenden Förderung. Das ist aber weit gefehlt. Wir wollen Anreize setzen. Wir hatten eine ganze Reihe von spannenden Wettbewerbsbeiträgen. Die Preisverleihung fand ja erst vor wenigen Wochen statt. Aber im Wesentlichen sind nicht die Kommunen ausgezeichnet worden, sondern ausgezeichnet worden sind die Initiativen, die sich vor Ort gegründet haben und die genau diesen Fokus im Blick haben, den wir mit diesem Wettbewerb meinen, nämlich lokale Familien stärken. Aktion Generation bedeutet an dieser Stelle, die Chance zu nutzen, vor Ort Strukturen aufzubauen, damit eine gegenseitige Unterstützungsleistung überhaupt möglich ist. Und wir stoßen diesen Prozess an im Sinne von Best Practice und bieten jedem an, sich die Beispiele anzuschauen und letztendlich auch nachzumachen. Dafür sind sie da, dafür sind sie ausgezeichnet worden. Und das ist wiederum besser, als im Gießkannenprinzip über das Land alles hinweg auszugießen, meine Damen und Herren. Egal, ob das mit dem Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter dem Motto gemeinsam selbstbestimmt leben anbelangt, wir haben an verschiedensten Stellen Maßnahmen zur Sozialraumgestaltung ergriffen. In der Hessischen Bauordnung wurden die Grundlagen für ein barrierefreies Lebensumfeld geschaffen. Genauso im Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Hessen sieht in den Grundsatzzielen die Förderung des barrierefreien Wohnraums. Frau Kollegin Erfurth hat schon auf den Bewilligungsbescheid, den Herr Kollege Al-Wazir übergeben hat, hingesprochen. Aber es ist ja nur ein Beispiel, dass zwischen dem Land, den drei hessischen Verkehrsverbünden und der Deutschen Bahn eine Rahmenvereinbarung Hessen zur Modernisierung und stufenweisen Umbau von Bahnhöfen abgeschlossen worden ist. Ziel ist es, bis 2019 insgesamt 93 Bahnhöfe in Hessen zu modernisieren und stufenfrei umzubauen. Das sind immerhin Investitionen in ein Gesamtvolumen von 258 Millionen €. Und das ist etwas, was nicht nur letztendlich den älteren Menschen zugutekommt, es kommt auch der Mutter mit dem Kinderwagen zugute, wenn solche Barrieren abgebaut sind. Weil häufig wird vergessen, dass das, was barrierefrei ist, nicht nur für die älteren Menschen ist, sondern auch für junge Familien entsprechend auf den Weg gebracht wird. Und genauso ist die Fragestellung. Ja, Herr Kollege Weiß, so ist das. Wissen Sie, wenn Sie, wie wir das gemacht haben, mit den Landesseniorenvertretungen und dem Einzelhandel den Weg gegangen sind und haben in Hessen Einzelhandelsgeschäfte ausgestattet, seniorengerecht, indem die Geschäftsbetreiber sich dazu verpflichtet haben, die Wege breiter zu machen, die Beschriftungen zu verändern, die Beleuchtung zu verändern. Und wenn Sie anschließend hören, wenn eine Mutter mit Kinderwagen durch diesen Laden gegangen ist, dass sie gesagt hat, das war für uns eine riesige Erleichterung, dann sehen Sie, dass das eine auch für das andere wirkt und umgekehrt. Und deswegen sagen wir auch generationenübergreifende Politik, die wir an dieser Stelle angreifen. Und genauso machen wir das, ja, und genauso machen wir das natürlich auch im Bereich des Wohnens. Und unter der Federführung von Frau Kollegin Hinz ist ja die Allianz fürs Wohnen ins Leben gerufen worden. Und natürlich werden auch hier wichtige Schritte für altersgerechtes und barrierefreies Wohnen weiter vorangetrieben werden. Und dann ist natürlich irgendwann bei unterschiedlichen Hilfebedarfen die Frage nach der Pflege. Ich muss jetzt nicht wiederholen, gestern, was im Hinblick auf die Fragestellung des Pflegemonitors, der Fachkräfte, der Finanzierung unserer Schulen gesagt worden ist. Nur eines ist klar. Mit der Frage der Selbstverpflichtung im Hinblick auf die Charta Beruf und Pflege ist einem Bedürfnis Rechnung getragen worden, das immer wieder deutlicher sich artikuliert hat, nämlich dem Wunsch von Berufstätigen, nicht nur in der Frage von Kinderbetreuung, sondern auch in der Frage in Pflegesituationen eine entsprechende Hilfestellung zu bekommen. Nach wie vor werden
im Wesentlichen Frauen an dieser Stelle mit Pflegeleistungen, die im häuslichen Rahmen vorhanden sind, betraut, oder sie nehmen sich diese Aufgabe an. Wenn Sie sich vorstellen, dass im Durchschnitt 5,5 Stunden und das 8,5 Jahre lang statistischer Durchschnitt gepflegt wird, weiß, welche Belastungen dort auf sich genommen werden. Und es ist doch an dieser Stelle gut, jenseits der Fragestellung eines Förderprogramms einen Weg beschritten zu haben, in dem sich Unternehmen oder auch kleine Betriebe, das ist ein 5-Mann-Betrieb, da ist der Mittelständler genauso dabei, mit etwas größeren bis hin zu großen Organisationseinheiten mit mehreren tausend Mitarbeitern, sich bereit erklären, ihren Bediensteten zu helfen, wenn die Situation eines Pflegefalles in der Familie eintritt. Diese Hilfestellungen können sehr unterschiedlich sein. Und deswegen ein flächendeckendes Programm zur Förderung des Mittelstandes zu schaffen, da würde ich mal gerne wissen, wie das aussieht. Soll jedem Mittelstandsbetrieb 250 € im Monat gegeben werden? Oder was stellen Sie sich vor? Das geht doch gar nicht, sondern es muss doch eine in die Arbeitsorganisation hineinpassen. Und da sind wir mit der Charta den richtigen Weg gegangen. Und deswegen werden wir auch in Zukunft an diesem Feld intensiv weiterarbeiten. Das ist auch keine Sache, die jetzt zum Abschluss gekommen ist in der Frage der Seniorenpolitik. Es gibt auch noch eine ganze Reihe zu tun. Aber wir sind auf einem guten Weg in eine Gesellschaft, die allen Generationen ein gutes Leben und ein gutes Miteinander ermöglicht. Und die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werden auch in Zukunft ein verlässlicher Partner auf diesem Weg sein. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es wird vorgeschlagen, die beiden Anträge 19-2897 und 19-2901 in den Fachausschuss. Kein Widerspruch. Ist es so?